Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es mal wieder um die schleimfreie Heilkost bzw. um Arnold Ehret. Ihr seht hier meinen Telegram-Kanal. Ich hatte gestern Abend zwei Fotos gepostet, auf dem einige Zeichnungen von meinem 15-Jährigen zu sehen sind. Den konnte ich ein bisschen für die Zeit von Arnold Ehret begeistern. Ihr seht hier ein paar Zeichnungen. Hier genau, so ein bisschen typisch für die Zeit. Die Kopfbedeckung, die Mode, der Bart, das begeistert meinen 15-Jährigen sehr und er hat gesagt, er will sich später auch mal so einen Bart wachsen lassen. Das hatte ich dann auch hier oben geschrieben. Und ja, das hat mich dann gleich nochmal dazu veranlasst, nochmal ein Bild vom Arnold Ehret zu posten und auf die kostenlosen Schriften hinzuweisen, die man sich direkt herunterladen kann. Und die bekannteste Schrift von Arnold Ehret könnt ihr euch auch direkt herunterladen. Ich setze euch den Link auch unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Und das ist die schleimfreie Heilkost. Darin gibt es ein wunderbares Vorwort vom Professor Child. Und dieses Vorwort möchte ich euch vorlesen und euch auch ein bisschen für Arnold Ehret und für die schleimfreie Heilkost weiter inspirieren. Vielleicht habt ihr ja Lust, danach euch diese kostenlose PDF direkt herunterzuladen und ein bisschen mehr in dieser Schrift zu versinken und einfach mal zu schauen, was denn so die Lehre, die Erfahrung von Arnold Ehret war. Wer war Professor Arnold Ehret? Ich kannte Professor Ehret zuerst als Autor und später als Eigentümer eines Sanatoriums und als Dozenten. Jetzt schätze ich ihn sehr als Freund und als Pionier des natürlichen, wissenschaftlichen Verfahrens zur Heilung und Verhütung von Krankheiten. Ich zögere nicht zu sagen, dass er enthüllt und entwickelt hat, was jetzt das letzte Wort im Hinblick auf die Gesundheit und ein langes Leben zu sein scheint. Er wurde am 29. Juli 1866 in der Nähe von Freiburg in Baden, Deutschland geboren und wurde 56 Jahre alt. Von seinem Vater erbte er die natürliche Neigung und die außergewöhnliche Begabung, Ursachen und Gründe von Ereignissen und Ergebnissen zu erforschen. Ehret erhielt seine Ausbildung in einer Hochschule. Der lange Weg, zusammen mit anderer Arbeit auf einem Bauernhof bei mittelmäßiger Ernährung, brachte ihm eine ernste Bronchialerkrankung ein. Trotz dieser Belastung bestand er die Abschlussprüfung mit Auszeichnung. Am meisten interessierte ihn Physik, Chemie, Zeichnen und Malen. Er belegte einen akademischen Kurs und wurde im Alter von 21 Jahren Zeichenlehrer für Oberschulen und Hochschulen. Er lehrte an einer Hochschule, bis er zum Militärdienst einberufen wurde. Man entließ ihn aber nach 9-monatiger Dienstzeit wegen neurasthenischer Herzstörungen und er nahm seinen Beruf als Lehrer wieder auf. Im Alter von 31 Jahren war er gut ernährt und sah gut aus, wie die anderen sagten. Aber er hatte ein Nierenleiden, die sogenannte Breitsche Nierenkrankheit mit fortschreitendem körperlichen Verfall. Um es mit seinen eigenen Worten zu sagen. 5-mal machte ich Kuren, um mich zu erholen, wurde aber letztlich für unheilbar erklärt und resignierte. 5 Jahre lang ertrug ich viel von vielen Ärzten, zusammen 24, und ein Teil dieses Ertragens lag darin, dass das sehr kostspielig war, um schließlich als unheilbar erklärt zu werden. Körperlich und auch geistig fast ruiniert, dachte ich an Selbstmord. Aber zufällig hörte ich von Naturheilkunde und wurde 3-mal in einem Kneipp-Sanatorium behandelt, was mir Erleichterung brachte und den Wunsch weiterzuleben, aber keine Heilung. Ich wurde in 5 oder 6 anderen Sanatorien behandelt und probierte alle anderen Methoden, die in Europa bekannt waren, aus. Gab viel Geld aus mit dem Ergebnis, dass ich zwar nicht krank da niederlag, aber auch nicht gesund war. Immerhin lernte ich etwas aus den Erfahrungen. Die Hauptsymptome meiner Krankheiten waren Schleimauswurf, Eiter und Eiweiß im Urin sowie Nierenschmerzen. In der Annahme, dass ein klarer Urin Gesundheit anzeigt, versuchten die Ärzte, diese Ausscheidungen mit Medikamenten zu verhindern und das durch die Eiweißausscheidung verlorene Eiweiß mittels Ernährung aus Fleisch, Eiern und Milch zu ersetzen. Das aber verstärkte die verheerenden Ergebnisse. Was ich aus diesen Methoden folgerte, schien ein Licht auf das Problem zu werfen. Die richtige Ernährung sollte frei von schleimbildenden Nahrungsmitteln und Eiweiß sein. Meine Behandlungen entzogen meinem Körper einen Teil des Schleims durch Bäder, Bewegung usw. Er wurde aber durch falsche Ernährung immer wieder neu erzeugt.
Ich war fest entschlossen, dem zu trotzen, was für mich eine Tragödie zu sein schien und es heute für die meisten chronisch kranken Menschen ist, nachdem sie von Ärzten keine wirkliche Hilfe bekommen. Was ich aus vergangenen Erfahrungen gelernt hatte, wollte ich selbst ausprobieren. Falsches Essen war die Ursache der Krankheit und richtiges Essen könnte die Heilung sein. Es gab die vegetarische Lebensweise, die Frucht- und Nussdiät, zahlreiche Ernährungskuren und Hinweise, dass Fasten helfen würde. Ich ging nach Berlin, um die vegetarische Lebensweise zu studieren, denn es gab zu der Zeit dort mehr als 20 vegetarische Restaurants. Meine erste Beobachtung war, dass Vegetarier nicht sehr viel gesünder waren als Fleischesser. Viele sahen kränklich und blass aus. Durch stärkehaltige Nahrungsmittel und Milch ging es mir langsam immer schlechter. Ich belegte an der Universität Vorlesungen für Medizin, Psychologie und Chemie. Ich besuchte eine Schule für Naturheilkunde, lernte etwas über geistige Heilung, christliche Wissenschaften, magnetische Heilung und so weiter. Ich tat dies alles, um zu versuchen, die wirklichen und grundlegenden Wahrheiten der vollkommenen Heilung zu finden. Ich war mehr oder weniger enttäuscht und ging nach Nizza, zum Monte Verita in Südfrankreich und probierte eine radikale Obstdiät mit Ausnahme eines halben Liters Milch am Tag. Ich glaubte damals, dass ich das Eiweiß benötigte. Ich richtete die Obstdiät nicht speziell auf meinen Zustand aus, wie fast alle anderen es auch nicht taten, und hatte nur wenig Nutzen davon. An einigen Tagen fühlte ich mich gut und an anderen fühlte ich mich sehr schlecht. Deshalb fuhr ich bald wieder nach Hause, kehrte zurück zu dem sogenannten guten Essen, wie es von wohlmeinenden Freunden, Verwandten und Ärzten vorgelebt und empfohlen wurde. Ich hatte etwas über Fasten gelernt, doch all meine Freunde und Verwandten standen dem ablehnend gegenüber. Sogar mein ehemaliger Naturheilarzt sagte meiner Schwester, dass ein paar Fastentage für jemanden mit der breitschen Nierenkrankheit verhängnisvoll wären. Im nächsten Winter ging ich nach Algier in Nordafrika. Das milde Klima und die wunderbaren Früchte verbesserten meinen Zustand und gaben mir größeres Zutrauen zu den Methoden der Natur und ein besseres Verständnis dafür. Ich bekam den Mut, kurze Fastenzeiten zu versuchen, um die reinigenden Eigenschaften von Früchten und des Klimas zu unterstützen, mit dem Ergebnis, dass ich eines Morgens, an einem Tag, an dem ich mich gut fühlte, zufällig im Spiegel entdeckte, dass mein Gesicht ein vollkommen anderes Aussehen hatte, das eines jungen, gesund aussehenden Menschen. Aber an dem Tag, an dem ich mich wieder schlecht fühlte, kehrte das alte, kränklich aussehende Gesicht zurück, hielt aber nicht lange an. Diese wechselnden Veränderungen in meinem Gesicht beeindruckten mich als eine Offenbarung der Natur. Ich hatte teilweise ihr Verfahren herausgefunden und war auf dem richtigen Weg. Nun war ich fest entschlossen, dies gründlicher zu erforschen und zukünftig strenger danach zu leben. Ein unbeschreibliches, vorher nie gekanntes Gefühl besserer Gesundheit, von mehr Lebenskraft, größerer Leistungsfähigkeit, von mehr Ausdauer und Stärke überkam mich und brachte mir viel Freude und das Glücksgefühl, am Leben zu sein. Dies betraf nicht nur den Körper, sondern es fand auch eine große Veränderung in meinen geistigen Fähigkeiten statt. Bessere Wahrnehmung, klarere Erinnerung, ich hatte mehr Mut und Hoffnung und vor allem, ich bekam einen Einblick in das Spirituelle, das wie ein Sonnenaufgang wirkte und ein Licht auf allen höheren und geistigen Probleme warf. Alle meine Fähigkeiten waren verbessert, bei weitem besser als während meiner gesündesten und besten Jugendzeit. Körperliche Leistungsfähigkeit und Ausdauer nahmen wunderbar zu. Ich machte eine Fahrradtour von ungefähr 800 Meilen von Algier nach Tunis, auf der ich von einem geübten Radfahrer, der sich normal ernährte, begleitet wurde. Ich lag nie hinter ihm, sondern gegen Abend, wenn die Ausdauer auf die Probe gestellt wurde, meistens vor ihm. Vergessen Sie nicht, die Ärzte hatten mich zuvor als Todeskandidaten bezeichnet. Jetzt aber frohlockte ich, dass ich die größten Leistungen vollbringen konnte. Ich genoss die Freude, dass ich dem Schlachthaus der Menschheit, genannt wissenschaftlich-medizinische Kliniken, entkommen war. Wieder zu Hause angekommen, bewies ich meine Fähigkeit und Ausdauer bei der Verrichtung härtester landwirtschaftlicher Arbeit und bei der Erprobung meiner Stärke, die größer war als die der Wohltrainierten,
die sich normal ernährten. Ich war aber von Freunden und Verwandten umgeben, die auf die übliche Art und Weise lebten. Ich kam mit Fachleuten in Kontakt, die befürchteten, dass meine Entdeckungen wirkliche Grundsätze sein könnten und dass sie vielleicht erfolgreich sein würden. Sie befürchteten, dass meine Grundsätze und Entdeckungen die Prinzipien, die sie praktizierten, übertreffen würden. Ich wurde bekämpft und verlacht. Deshalb ging ich allmählich wieder zur normalen Ernährung über. Ich hatte das Erforschen der wissenschaftlichen Gründe, warum Obst ein wirkungsvolles, nicht schleimbildendes Nahrungsmittel ist, nicht vernachlässigt und fand heraus, dass es während des Verdauungsprozesses etwas entwickelt, was als Traubenzucker bekannt ist und in Analysen mit Kohlenhydrate bezeichnet wurde. Meine Erfahrungen, Tests und Experimente sowie Kuren zeigten alle, dass der Traubenzucker der Früchte der wichtigste Bestandteil der menschlichen Nahrung ist, der höchste Leistungsfähigkeit und Ausdauer bringt und gleichzeitig das beste Mittel zur Ausscheidung von Abfallstoffen ist und das wirksamste Heilmittel für den menschlichen Körper darstellt. Dies stand in direktem Widerspruch zu der Stickstoff-Eiweiß-Theorie der Ärzte und Wissenschaftler und auch zu der modernen Theorie der Mineralsalze. Im Jahre 1909 schrieb ich einen Artikel, in dem ich die Stoffwechseltheorie öffentlich verurteilte, und 1912 erfuhr ich, dass Dr. Thomas Powell in Los Angeles die gleiche Entdeckung gemacht hatte. Er führte beachtliche Kuren mit Nahrungsmitteln durch, die, wie er es nannte, organischen Kohlenstoff enthielten. Dies ist der gleiche Nahrungsmittelbestandteil, der sich während des Verdauungsvorgangs in Traubenzucker verwandelt. Mit dem Keim dieser Entdeckungen im Kopf und mit meinen Erfahrungen verließ ich meine Freunde und Verwandten, die mit ihrer wohlgemeinten Freundlichkeit mein Leben verkürzt hätten. Begleitet von einem jungen Mann, der durch meine Erfahrung dafür gewonnen wurde, mit mir wegen seiner Leiden, von denen Stottern das Schlimmste war, versuchsweise eine neue Kost und Fasten auszuprobieren, ging ich nach Südfrankreich. Während einiger Versuchsmonate erneuerte ich dort meine Erfahrungen, die ich in Afrika gemacht hatte, und glaubte mehr denn je daran, dass Obstkost und Fasten die unfehlbaren Methoden der Natur sind, gesünder zu werden und zu bleiben, als es die zivilisierte Menschheit ist. Die erzielten Ergebnisse wurden oft als Wunder bezeichnet, waren aber nur wunderbar wegen ihrer Seltenheit. Das Wissen, das ich über die wunderbaren Methoden gewonnen hatte, mit denen die Natur die Säuberung von Verunreinigung durch falsche Nahrung erzielt und dann Erneuerung, Instandsetzung und Stärkung durch richtige Nahrung schafft, war das Erstaunliche. Aber es war kein Wunder. Besonders wichtig waren die Ergebnisse bei diesem vergleichsweise jungen Mann, der 10 Jahre jünger war als ich. Nach einem reinigenden Fasten machten wir Versuche mit allen gängigen Nahrungsmitteln der Zivilisation. Unsere Organe, die jetzt viel empfindsamer waren, lehnten sich sofort gegen diese unerwünschten Stoffe auf, besonders gegen Kombinationen, was uns den überzeugendsten Beweis lieferte, dass die moderne Küche mit ihrer Mischkost und nur geringem Wissen über deren Qualitäten die Hauptursache aller Krankheiten ist. Es ist unmöglich zu wissen, was Nahrung wirklich ist und ihre Auswirkungen zu kennen, bevor nicht der Körper mit der Methode der Natur Fasten gereinigt wurde. Ich habe niemals gehört, dass jemals solche Versuche gemacht worden sind. Die gewonnenen Fakten wurden während vieler Jahre gründlicher und schwieriger Praxis so reichlich bewiesen, dass mein Wissen die Ansichten anderer über Ernährungsfragen ohne Zweifel weit übersteigt. Um unsere Leistungsfähigkeit bei erschöpfender Arbeit zu erproben, machten wir eine Reise nach Norditalien. Dort wanderten wir 56 Stunden lang ununterbrochen, ohne Schlaf, ohne Pause und ohne Nahrung. Wir tranken nur etwas. Dies nach einer 7-tägigen Fastenkur, nach der wir eine einzige Mahlzeit aus 2 Pfund Kirschen zu uns nahmen. Fachleute, die davon hörten, nannten dies einen wunderbaren Test von ihrem Standpunkt aus. Woher kam die Kraft für diese Leistung? Durch den Stickstoff, das Eiweiß, die organischen Salze, die Fette, die Vitamine oder wodurch? Nach einem 16-stündigen Marsch machte ich Kniebeugen und Armstrecken, 360 in wenigen Minuten. Später brachten zahlreiche Krafttests mit athletischen Teilnehmern noch bessere Ergebnisse.
Dies alles, nachdem ich für unheilbar erklärt worden war und mein Vater und mein Bruder an Schwindsucht gestorben waren. Als vollkommen veränderter Mensch verlangte ich nach höheren Erfahrungen, nicht nur körperlicher, sondern auch geistiger und seelischer Art. Meinem jungen Gefährten ging es ebenso. Er hatte sich in vieler Hinsicht wunderbar erholt, nur sein Stottern hatte sich nicht verändert. Es kam mir der Gedanke, dass dies sogar durch eine körperliche Belastung mit Ablagerungen verursacht wurde. Wir fuhren zu einem einsamen Ort auf der Insel Capri und machten dort längere Fastenkuren und nahmen täglich Sonnenbäder von 4 bis 6 Stunden Dauer bei einer Hitze von 49 Grad Celsius. Wir waren so gut gereinigt, dass wir nicht schwitzten. Am 18. Tag wurde mein junger Freund so heiser, dass er fürchtete, seine Stimme zu verlieren. Er beendete seine Fastenkur auf meinen Vorschlag mit 3 Pfund Feigen, mit dem Ergebnis, dass er fast eine Stunde lang eine große Menge Schleim aus seinem Hals hochbrachte und sein Körper reinigte sich auch in anderer Richtung selbst. Seine Stimme war bald wiederhergestellt und sein Stottern verschwand und kam nie mehr zurück. Er hatte erreicht, was sein reicher Vater vergeblich versucht hatte, indem er fast jede bekannte Behandlungsart für ihn in Anspruch nahm, ohne dass auch nur die leichteste, dauerhafte Verbesserung erreicht worden war. Fasten, das größte Heilmittel der Natur, wurde bislang so undurchdacht angewandt und wird von den meisten so gründlich missverstanden, dass es sehr wichtig ist, es richtig zu erklären. Durch meine lange Erfahrung, mich selbst mit Fasten und schleimfreier Kost zu heilen und durch das Leiten von Fastenkuren für viele Hunderte in meinem Sanatorium in der Schweiz über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren, kann ich mit Sicherheit belegen, wie wundervoll die Wirkung und der Nutzen bei richtiger Anwendung sind. Meine erste Erfahrung brachte so wohltuende Ergebnisse, dass ich die angewandten Methoden vervollkommnen und beweisen wollte. Deshalb fuhr ich mit meinen Beobachtungen und Untersuchungen aller Phasen des Lebens fort. Ich machte viele und sehr ausführliche Experimente. Dann gingen mein vollkommen wiederhergestellter junger Freund und ich auf eine lange Reise. Zuerst nach Süditalien, wo wir wanderten und uns fast ausschließlich von Trauben ernährten. Dann ging es mit dem Schiff nach Ägypten, Palästina, Türkei, Rumänien, Österreich und nach Hause. Auf dieser Reise lernten wir viel über Ernährung, Gewohnheiten, Mentalität und Gesundheit der verschiedenen Völker, insbesondere im Orient, mit dem Ergebnis, dass mein Glaube an die Überlegenheit der europäischen Zivilisation ernstlich erschüttert wurde und mein Glaube bestärkt wurde, dass ich auf dem richtigen Weg war, alles über hervorragende Gesundheit mit besserer geistiger Entwicklung und einem aktiveren und längeren Leben kennenzulernen. In Ägypten sahen wir Menschen von außergewöhnlicher Stärke und Ausdauer, die sich meistens kärglich-vegetarisch ernährten, aber 2 vermutlich schlechte Gewohnheiten hatten. Sie rauchten Zigaretten und tranken starken Kaffee. Und doch sahen wir nicht eine einzige nervöse oder kranke Person. Zu sehen, wie wenig verschiedene Sorten und welch geringe Mengen an Nahrungsmitteln sie aßen, zu erfahren, dass sie fast die gleichen Nahrungsmittel zu sich nahmen wie ihre Vorfahren, zeigte uns den Grund für die herausragenden Eigenschaften der alten ägyptischen Kultur. In Palästina blieben wir einige Monate, studierten die ortsüblichen Sitten und die Geschichte vergangener Lebensumstände mit dem Ergebnis, dass sich meine Auffassung von der wahren Bedeutung der Lehren des Neuen Testaments sehr veränderte. Ich lernte, dass das Leben und die Lehren Christi genau mit den Gesetzen der Natur übereinstimmten. Dies verlieh ihm hohe Intelligenz und beste Gesundheit. Aber als dann ungefähr 150 Jahre später das vom allgemeinen Hörensagen Bekannte niedergeschrieben wurde, wurde es durch orientalische Ausdrücke und Metaphern sowie durch die unvollkommenen Kenntnisse über natürliche Erscheinungen verfälscht. Das, was so unglaublich war, wurde als Wunder betrachtet. Seine Vorläufer, sein Fasten, seine Ernährung, seine Art zu leben, wie die seiner Gefährten, dies alles offenbart die natürliche Lebensweise, die ihm zu bester Gesundheit verhalf, ohne dass es einer besonderen göttlichen Hilfe bedurfte. Er bestätigte dies mit der Behauptung, dass zukünftige Generationen größere Werke vollbringen würden als er, da sie ein größeres Wissen über die natürlichen, Gottes unveränderlichen Gesetze und die Methoden erlangen würden. Mein vorliegendes Buch wird den überzeugenden Beweis liefern, dass Christus Abstammung
sogenannte Wunderheilungen, die scheinbaren Veränderungen der Naturgesetze, seine Auferstehung und die Himmelfahrt mit dem Gesetz der Natur übereinstimmten, aber weder damals noch heute ganz verstanden wurden. Die Unkenntnis der Gesetzmäßigkeiten, die der normalen Gesundheit zugrunde liegen, ist in diesem Jahrhundert größer als in all den vergangenen Jahrhunderten. Dies wird bewiesen durch den gesundheitlichen Verfall der sogenannten zivilisierten Menschen, obwohl diese in so vieler Hinsicht weit fortgeschritten sind. Was ich durch meine Untersuchungen und Erfahrungen gelernt habe und durch die Möglichkeit, der Menschheit wieder eine bessere Gesundheit zu geben, ist wie das Öffnen eines Buches mit 7 Siegeln. Das Leben Christi im Lichte wirklich natürlicher und wissenschaftlicher und daher ewiger und wirklich göttlicher Gesetze zu zeigen, die identisch sind mit unserer eigenen, ist Inspiration und Hoffnung, an der viele Menschen jetzt Freude haben und die niemand versäumen sollte. Die anderen Länder, die wir besuchten, offenbarten Entwicklungsstufen und Tatsachen über natürliche Gesundheitsgrundsätze. Mit mehr Vertrauen und Begeisterung als jemals zuvor setzte ich die Verbesserung meiner Gesundheit durch Fasten und eine bessere Ernährung fort. Instinktiv begriff ich und bewies das auch bald, dass bestimmte, naturbelassene, richtig zubereitete Nahrungsmittel nicht nur höchstmögliche Energie erzeugten, sondern bei richtiger Verwendung auch eine überragende Reinigungswirkung erzielten. Wurden sie mit klugem Fasten kombiniert, konnten sie allen möglichen Krankheiten vorbeugen, ja sie sogar heilen. Geschah das individuell ausgerichtet auf die jeweilige Belastung des Patienten mit giftigen Abfallstoffen, Nichtbakterien und auf dessen Alter, Beruf, auf Klima, Jahreszeit und so weiter, dann konnte man sogar den sogenannten unheilbaren Krankheiten beikommen. Und eine Heilung war sicher, vorausgesetzt, dass Lebensgewohnheiten und Alter keine zu großen Hindernisse darstellten. Richtige Art oder weniger Nahrung als Vorbereitung auf kürzere oder längere Fastenzeiten gibt den Verdauungsorganen eine Pause oder Ferien von ihrer ständigen Überarbeitung. Das Essen danach wieder mit einer Auswahl der richtigen Nahrungsmittel aufzunehmen, bringt wunderbare, überraschende Ergebnisse. Ich fastete 24 Tage lang mit solch großartigen, erfreulichen Ergebnissen nicht nur für meine körperliche Verfassung, sondern auch für meine geistigen und seelischen Bestrebungen, dass ich voller Begeisterung darauf brannte, meinen Freunden und anderen von meinen Ergebnissen zu erzählen. Ich konnte meine Gefühle nicht beschreiben und sagte ihnen, sie müssten das alles selbst erleben, was einige auch taten. Ich begann meine Ausbildungsarbeit mit öffentlichen Fastenkuren und Vorträgen, machte selbst 2-mal in großen deutschen Städten und 2-mal in der Schweiz Fastenkuren. Ich wurde von Notaren in einen Raum eingeschlossen und streng bewacht und kontrolliert durch Ärzte, ohne jegliche Beeinträchtigung und Verbindung von außen. Ich fastete jeweils 21, 24, 32 und 49 Tage in Köln, alles in einem Zeitraum von 14 Monaten. Während dieser Fastenkuren und danach gab ich bei Vorlesungen Proben meiner körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, um den Wert dessen zu beweisen, was ich gelernt und erfahren hatte. Dies brachte mich dazu, andere anzuleiten und zu beraten, Artikel zu schreiben und ein Sanatorium in der Schweiz zu eröffnen. Außerdem begann ich mit schriftlichen Beratungen. Meinen ersten Artikel schrieb ich nach meiner 49-tägigen Fastenzeit in Köln. Er wurde in einer vegetarischen Zeitschrift veröffentlicht. Er beschrieb ganz neue Erfahrungen über das Fasten, die Ernährung und das Heilen von Krankheiten, über das Leben selbst, seine Freuden und seine Verlängerung. Er hatte eine sensationelle und revolutionierende Wirkung. Er brachte mir Anfragen aus allen Teilen der Welt, insbesondere aus Europa. Gesundheitssuchende, Reformer und Mediziner waren bald in Gegner und begeisterte Anhänger geteilt. Diese Schriften verursachten eine Debatte oder eine Auseinandersetzung über die neuen Grundsätze, die ich entdeckt hatte, sodass in Europa die 2 gegnerischen Verbindungen als Eretisten und Nicht-Eretisten bekannt wurden. Die Wahrheit der Eretisten wurde folgendermaßen gut von einem bekannten Verleger und Reformer beschrieben. Er, Eret, hat das Fasten nicht erfunden oder erschaffen oder den Verzehr von Obst oder die Ernährung verbessert, da dies alles bekannt war und lange zuvor als gute Methoden der Naturheilkunde angewandt wurden. Aber was er getan hat, war ein vollkommen neues System zu schaffen,
die Elemente auf der Grundlage einer vollkommenen Ernährung und des Fastens zu einer systematischen Heilmethode zu verbinden. Meine Schleimtheorie, später eine bewiesene Tatsache, als Hauptursache aller Leiden, wurde immer bekannter und mein Heilverfahren auch. Sie hat die Probe bestanden und etwas gebracht, was ein Verfasser einen enormen Erfolg genannt hat und bezeichnet wird als natürliche Behandlung und Ernährung das vollkommenste und erfolgreichste bekannte Heilverfahren. Es hieß bald ganz automatisch Ernährungsbehandlung und die daraus entstehende Bewegung Naturheilkunde. Mehr als 10 Jahre lang schrieb ich Artikel für Gesundheitszeitschriften und hielt Vorträge in großen Städten Europas, wo ich die Vorzüge des Verfahrens mit Medizinern und Fachleuten diskutierte. Ich behandelte Tausende von Patienten in meinem Obst- und Fastensanatorium, auch durch Briefwechsel, ohne die wesentlichen Grundsätze zu verändern. Ich baute sie durch bessere Kenntnis der Einzelheiten und wie sie anzuwenden waren aus, um beste Ergebnisse zu erzielen. Aus all diesem entwickelte sich das, was bekannt wurde als schleimfreie Heilkost. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg kam ich in die Vereinigten Staaten, um die Panama-Ausstellung zu besuchen. Ich wollte die Früchte prüfen, die dort und besonders in Kalifornien angebaut wurden. Mein durch den Ersten Weltkrieg erzwungenes Verbleiben in den USA schien dazu bestimmt zu sein, hier Menschen zu finden, die ähnliche Fortschritte, Entdeckungen und Erfahrungen gemacht hatten. Wir verfechten nun die gleichen Grundsätze und machen sie der Öffentlichkeit bekannt, die in Europa so erfolgreich waren, indem wir der leidenden Menschheit Erleichterung verschaffen und Krankheiten vorbeugen. Das war jetzt im Vorwort ein längerer Text von Erit und weiter geht's mit den eigenen Worten des Vorwortschreibers. Ich freue mich, der Herausgabe Professor Erits Lebenswägung die Entdeckungen hinzuzufügen, die Dr. Thomas Powell gemacht hat, zu deren Entwicklung ich beigetragen habe und die von Professor Erit vermutet wurden, später durch seine Ergebnisse belegt wurden und unter Bezugnahme auf die wissenschaftlichen Lebensmittelanalysen des Chemikers Hensel erhärtet wurden. Powell entdeckte, dass Obst und Gemüse Bestandteile haben, die geeigneter sind als die in allen anderen Nahrungsmitteln, die so lebenswichtige Energie zu produzieren. Diese Grundstoffe oder Bestandteile sind bekannt als aufgebauter Kohlenstoff, Kohlenhydrate und Traubenzucker. Ihr Vorhandensein in ausreichenden Mengen widerlegt die zurzeit herrschende Ansicht, dass die organischen, mineralischen oder Gewebesalze die energieerzeugenden Grundstoffe sind. Sie sind in allen Nahrungsmitteln nur in winzig kleinen Mengen vorhanden und einige davon sind chemische Zusätze. Ebenso wenig ist die Anzahl der Kalorien, Wärmeeinheiten, eine vernünftige Grundlage, um eine geeignete Kost auszusuchen. 40 Jahre Beobachtungen, Erfahrungen und Untersuchungen haben auch mir überzeugend bewiesen, dass Obst und Gemüse alle vom Gewebe benötigten Salze haben und dass das Vorhandensein der bekannten Bestandteile in ausreichender Menge Obst und Gemüse allen anderen Nahrungsmitteln überlegen macht, wenn man den Organismus von den Rückständen der schleimreichen Nahrungsmittel reinigen will. Dann kann man sich der wohltuenden Wirkung der schleimfreien Kost erfreuen. Professor Arnold Erit war zweifellos einer der größten Heiler. Er war Philosoph, Lehrer und Vortragender in Sachen Gesundheit. Er kam in die Vereinigten Staaten auf der Suche nach mehr Wissen, bereit, seine bemerkenswerten Entdeckungen mit denen zu teilen, die bereit waren, sie anzuerkennen. Dieser überwältigende Wunsch, seinen Mitmenschen zu helfen, die Wahrheit kennenzulernen, zusammen mit der Bereitschaft zuzugeben, dass er nicht alles wusste, war die treibende Kraft. Er erkannte die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen und hoffte, die unerfreulichen Folgen zu vermeiden, die durch unbedeutende Eifersüchteleien entstehen. Seine wertvollen Gedanken, Taten und Worte sind das Erbe, das er uns hinterlassen hat. Die Bedeutung und Vielseitigkeit der Heilkunst, die sich Professor Erit als Lebenswerk aussuchte, führte zur Zusammenarbeit mit Naturheilern, die ohne Medikamente praktizierten. Mehr als alles andere wollte er die Welt den Nutzen seiner inzwischen bewiesenen Entdeckungen auf dem Gebiet der Gesundheit, bessere Gesundheit zukommen lassen, die er selbst erlangt hatte und die er bereits Tausenden in seinem Schweizer Sanatorium bei öffentlichen Vorführungen und durch Artikel in Gesundheitszeitschriften vermittelt hatte.
Es war eine ständige Quelle persönlicher Genugtuung zu sehen, dass seine Gesundheitslehren zunehmend Anerkennung fanden, sowohl bei Laien als auch bei Fachleuten, die ohne zu zögern frisches Obst und grünes Blattgemüse als die geeignete Nahrung der Menschheit anerkannte. Sogar die von ihm selbst geprägten bildhaften Wörter wie Schleim, schleimfrei, schleimbildend, schleimarm und schleimreich wurden allmählich bekannt. Arnold Ehret hinterlässt der Menschheit ein Erbe von großem Wert, möglicherweise die wichtigste Botschaft, die die Menschen seit Tausenden von Jahren erhalten haben. Ehrets Lehren gewähren all seinen Anhängern Gesundheit, die wertvoller ist als aller weltliche Reichtum, Lebensglück und ein geistiges Erwachen. Das war jetzt das Vorwort, welches ihr in der schleimfreien Heilkost findet. Zumindest in dieser digitalen Version, also in dieser kostenlosen PDF, die ihr euch direkt herunterladen könnt. Wie schon erwähnt, ihr findet den Link im ersten angepinnten Kommentar bzw. in der Infobox unter diesem Video. Neben der schleimfreien Heilkost könnt ihr euch auch folgende PDF-Dateien direkt herunterladen. Vom Kranken zum gesunden Menschen und einige Fastenbriefe von Arnold Ehret, Kranke Menschen, Lebensfragen, Lehr- und Fastenbrief, Verjüngung auf natürlichem Wege und Fastenkunst und Eretismus. Wenn ihr bei Facebook seid, gibt es auch die Gruppe Arnold Ehret, die schleimfreie Heilkost. Da könnt ihr euch gerne anschließen und euch über die schleimfreie Heilkost oder generell auch über eine gesunde Lebensweise austauschen. Wer lieber richtige Bücher in der Hand halten möchte, dann kann ich euch diese beiden Bücher empfehlen. Gesunde Menschen, Band 1 und Band 2. Diese beiden Bücher enthalten alle Schriften von Arnold Ehret, die er je im deutsch- oder englischsprachigen Raum veröffentlicht hat. Und die schleimfreie Heilkost, die findet ihr im Band 2. Hier heißt sie allerdings das Heilsystem der schleimfreien Diät. Ich verlinke euch beide Bücher unter diesem Video bzw. findet ihr die Links im ersten angepinnten Kommentar. Die Texte und Artikel von Ehret sind schon über 100 Jahre alt. Und ihr habt auch hier in diesem Vorwort gehört, dass er eben die Obstdiät empfiehlt und Fasten. Fasten ist für ihn das Heilmittel, also das Naturheilmittel. Natürlich müssen wir in der heutigen Zeit viel bewusster und aufmerksamer damit umgehen. Wir leben heute 100 Jahre später, also diesen 100 Jahren oder über 100 Jahren ist so viel mehr passiert. Wir haben auch mit viel mehr Giftstoffen zu kämpfen. Unsere Umwelt hat sich verändert. Es gibt ganz andere Lebensmittel. Die Menschen sind, ich sage es mal in Anführungsstrichen, noch generierter, was Gesundheit angeht. Und deswegen ist es teilweise sogar gefährlich, einfach so eine Obstdiät zu stürzen oder sofort mit einem Fasten, sogar mit einem Wasserfasten zu beginnen. Also das muss in der heutigen Zeit sorgsam abgewogen werden und am besten auch begleitet werden, beziehungsweise auch sollte in kleinen Schritten vorangegangen werden. Der Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp und ich, wir haben ja schon viele Videos zur schleimfreien Heilkost gemacht, auch Erfahrungsberichte. Und wir sagen auch immer wieder in kleinen Schritten. Die Ernährung umstellen, vegetarisch, vegan, dann auch Rohkostphasen. Das ist auch kein Problem, mal eine Obstwoche einzulegen. Aber nicht über Wochen und Monate. Das kann wirklich zu großen gesundheitlichen Beschwerden führen. Also diesen Weg zur schleimfreien Heilkost in kleinen Schritten. Nicht gleich auf 100% Rohkost gehen, auch viel gedämpftes Gemüse integrieren und vor allem das Grünig vergessen. So ihr Lieben, das war wieder ein toller Text von Arnold Ehret. Ich hoffe, ich konnte euch für die schleimfreie Heilkost interessieren. Ladet euch am besten die kostenfreie PDF gleich herunter und macht euch mit der schleimfreien Heilkost vertraut. Ich freue mich natürlich über euer Feedback unter diesem Video und wünsche euch noch eine wundervolle Woche.